liebe Leute, herzlich willkommen an diesem Freitag zum nächsten Rennen. Herzlich willkommen zum dritten Rennen der neuen Saison in F1 2019, zu meinem Let's Play. Herzlich willkommen aus Shanghai in China. Wir starten heute mit den Trainings. Alle drei Trainings sehen wir heute live. Also was heißt live? Mehr oder weniger live auf meinem Kanal zumindest. Ja, schauen wir mal, ob's läuft, wie es läuft und alles drum und dran. Das letzte Rennen in Bahrain lief ja super mit Platz 8. Habe ich mich riesig drüber gefreut und ja, vielleicht hätte es auch ein Tick besser werden können, aber hätte, wäre, wenn. Mit dem Williams sind 4 WM-Punkte meinen wichtig. Und ja, mal gucken, ob wir in China heute unser Punktekonto wieder ein bisschen auffüllen können. Ein Sprung ganz nach vorne wird es definitiv nicht geben. So, wir haben ein paar Nachrichten. Wochenendevorschau. Ich guck mal, die Wettervorhersage. Oh, es ist trocken, zumindest im Qualifying und im Rennen, das ist mir jetzt mal wichtig. Die Kurbelwelle ist abgearbeitet. Wunderbar. Aufgearbeitet. Ja, momentan 11. Und 7. der das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Zielabteil, beste Platzierung. Qualifiziere dich als 18 oder besser. Und das sollten wir dann hoffentlich auch hinkriegen. Hoffentlich sieht es in China genauso aus. So, da können wir jetzt mit den 1000 Fernpunkten, mit den 1000 Dings, mit dem Folien-Update. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Gut, dann knallen wir da den Frontflügel raus. Was hältst du hiervon? Machen wir das doch. Haben wir dann schnell 2 Updates raus. Einmal Chassis und einmal die Aerodynamik. Und zwar, ich glaube, das war der Heckflügel, weil sie Heckabtrieb. Was machen wir, das haben wir da jetzt aber. Sieht zumindest so aus, ja. So. Gut. Dann bauen wir 2 Updates rein und dann geht's los. Heute mit dem ersten freien Training hier aus China. Willkommen in China beim Shanghai International Circuit und was für eine Strecke ist das? Lange, sehr anspruchsvolle Geraden vereint mit technisch extrem schwierigen Kurven. Was für die Zuschauer extrem interessant ist, ist für die Fahrer manchmal das nackte Grauen. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die Fahrer dieses Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. Genau so ist es. Chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Training 1, Training 2, Training 3 trocken, wunderbar, alles trocken. So muss es auch sein. Gehen wir mal raus auf die Strecke. Wir wollen natürlich ein paar Meter drehen mit unserem Williams. So, gehen wir mal rein. Wir wollen natürlich hier die paar Meter. So, der ist schon mal abgeschlossen und jetzt läuft die erste Runde. Erwartet mal hier überhaupt nicht, dass wir irgendwie mal. Dass wir uns mega viele Punkte holen oder beziehungsweise irgendwas holen. Ah, diese Schneckenkurve. Ja,
Ja, zur Zwischenzeit violett, klar, wenn wir das einzige nur noch auf der Strecke sind. Ja, und der Dreher, der bleibt. Ah, ich muss mich auch wieder ein bisschen reinfuchsen in die Aufgabe, beziehungsweise in dieses Rennen. Das ist natürlich auch viel Lernerei mittlerweile. Das Auto gefällt mir noch nicht so wirklich. Jetzt 53,8 ist natürlich keine Zeit. Die Zeit ist natürlich keine, um jetzt natürlich groß zu träumen. Da werden wir auf jeden Fall, egal von wem, verdrängt. Das Auto gefällt mir noch nicht hier wirklich. Und das war's. Ja, Alex Albin. Ja, da müssen wir noch einen Ticken nachlegen, wenn wir wirklich auf die 1 fahren wollen. Da fehlen uns noch mal minimal 0,3 Sekunden. Reicht aber nicht, um auf 1 zu fahren. So, vor uns ist unser Teamkollege George Russell. Ich fahre doch nicht mal fett.
das reicht zumindest mal, um George Russell, um Alex Albon natürlich nach hinten zu verdrängen. So. Was ist die Zeit momentan betrifft, sind wir klar momentan auf Kurs. 42.008 mittlerweile, also nur nicht mal eine halbe Sekunde hinter Ricciardo, der, obwohl der auch auf den schnelleren Reifen ist, also das ist zumindest mal eine gute Zwischenzeit. Ja, momentan vor Lando Norris. Ah, die Topspitze werden wir nicht mitfahren können. Definitiv nicht. Wir stehen aber vor einem Lando Norris und wir stehen vor unserem Teamkollegen. Wenn auch nur minimal. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Perez und Lewis Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, und Norris hat jetzt zumindest nochmal kassiert. Und auch noch minimal. Also wenn wir wirklich mit den Mediums gefahren sind, wären wir wahrscheinlich nochmal ein Ticken schneller gewesen. Da hätten wir wahrscheinlich nochmal einen Sprung machen können. Aber wir haben in erster Linie mal Kimi geschlagen, unser Teamkollegen geschlagen, einen Haas und einen Racing Point geschlagen. Also, ja, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht für den Anfang, würde ich sagen. Wir arbeiten dran, dass wir den Schritt nach vorne machen können. So. Ja, Ressourcenpunkte kriegen wir. Und dann geht's weiter jetzt mit dem zweiten Abschnitt. Zweite freie Training, liebe Leute. So, gut, dann gehen wir auf die Strecke, liebe Leute. Wir wollen ja unseren kleinen Aufwärtstrend, den wir eigentlich schon seit, in Australien hatten, schon mal ein bisschen... Der zieht aber gerade auch schön, ganz schön nach links, da muss ich mich jetzt gerade mal ein bisschen... Bisschen reinarbeiten hier. Ja, der Williams, der zieht noch ein bisschen. Das ist das Problem an der Sache. Aber wir lernen das Auto besser kennen. Es wird immer besser. Hoffe ich zumindest, dass wir heute auch einen kleinen Sprung machen können. Die Katze quasi schön im siebten Gang durchfliegen, fünfter Gang ein, zweimal runter. Hier nochmal zweimal runter. Und das sollte man tun, nicht lassen.
Sainz liegt eine 1.40.9 vor. Aber die auf Anhieb knacken können, wage ich natürlich zu bezweifeln. Weil Sainz ist eine andere Hausnummer. Oh, da. Doch. Zwar minimal. Aber auf Anhieb auf die auf Platz 1 zu fahren vor Carlos Sainz mit der Runde, die noch nie mal perfekt war. Ja gut, die Ferrari erwarte ich überhaupt nicht. Was ist der gefahren jetzt gerade? Deutlich besser rausgekommen. Wenn wir Glück haben, fahren wir eine 39,7 jetzt. Fahrer vor mir. Okay, da wären wir noch eine Sekunde vor. Aber eine Sekunde mit dem Ferrari wäre eine Traumzeit. Oh, Grosjean. Der die Zeit hingeholt. Gut, auf Soft. Auf Soft ist der gefahren. Ja, wie gesagt, nicht mal na gut, Magnussen und Grosjean vorne. Also wir hätten der Grosjean nicht. Gut, auf der Fährt auf Soft. Also das ist schon mal eine Überraschung. Das sind ja natürlich die ganzen Soft-Piloten jetzt, die gerade außer Norris und Albon, die wir mittlerweile geschlagen haben. Eine halbe Sekunde vor Alex Albon, das ist auch immer eine gute Zeit. Das ist so eine Referenz an der Toro Rosso. Das wäre so, ist so tatsächlich die Richtung. Inzwischen eventuell nochmal die Renault. Wir haben Platz 8, also so haben wir auch in Bahrain angefangen. Also mit Tiny Medium deutlich besser zu funktionieren als die Harter-Mischung. Auch müssen wir daran gewöhnen, dass die Medium nicht mehr auf nicht mehr weiß sind, sondern gelb. Es gibt nämlich nur diese drei Reifenmischungen. Platz 8, yes! Noch einmal die drei Bestplatzierten. Leclerc, Vettel und Lewis Hamilton. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Also das müssen wir auch erstmal schaffen. Wir sind nur wirklich knapp, 0,2 Sekunden hinter einem Mercedes, also 200 Sekunden hinter einem Mercedes. Wir haben einen Red Bull geschlagen, wir haben den davorigen zweiten geschlagen, auf denselben Reifensatz, mit fast einer Sekunde, also Perez gepackt. Also auf jeden Fall haben wir echt nochmal nachlegen können mit den Reifen. Also scheint die Medium tatsächlich eine Option zu sein für das Rennen am Sonntag. Das würde ich mal so behaupten. Also Platz 8 ist immer auf jeden Fall ein Traumergebnis. Und mal gucken, was nachher die Softreifen sagen. Wenn wir die jetzt gleich im dritten Abschnitt fahren. So. Das war Abschnitt Nummer 2. Wir sehen uns gleich wieder im dritten Abschnitt.
Geh mal. Die Strecke, was hat denn jetzt für Reifen gegeben? Also, das ist die Soft, das sieht nämlich nicht. Ich sehe die gerade die Reifen nicht, das ist das Problem. Gelb. Okay, wir müssen mal tatsächlich auf die Soft gehen. Wir wollen nämlich auch mal Soft austesten. Also, ich bin ja so ein Fan davon, in den. So, mal gucken, was er jetzt macht oder sagt. Was unser Auto jetzt bringt. Oh, merkt er gerade, habt ihr gerade gemerkt, wie der mit dem Arsch richtig hochweg rum wollte, also wie der gekommen ist mit dem Arsch. Ich habe das gerade auch am Lenkrad gemerkt und es gab einen leichten Pfeifton, das war, weil er wirklich mit dem Heck runter rum wollte. Und jetzt schalten wir demnächst das ABS auch aus. Um noch ein bisschen mehr Realismus reinzubringen. Um schön stehenden Reifen zu haben. Aber da muss ich ein bisschen jetzt lernen mit dem. Also mit Schalten scheint ich jetzt besser klar zu kommen. Charles Leclerc, 39,4. Die Zeit haben wir eben fast gehabt. Wir fahren fast das Handy mit dem Ferrari um die Ohren. Und wieder leichtes mit dem Heck. Da bin ich gerade ein bisschen falsch rumgekommen, Nico. Aber hätte jemand erwartet, dass wir so nah an Leclerc dran sind auf einmal? Okay, das hat sich jetzt gerade erledigt mit der 39,0. Das ist jetzt mit einer halben Sekunde geworden. Danke für die Meldung, Jeff. Die war wichtig, weil dadurch kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen was rausholen. Probier nochmal einen Satz. Ich fahre den jetzt nochmal eine Ecke vorsichtiger. Weil die Rundzeit nichts wird. Ja, da kann ich aber jetzt gerade nichts für. Das ist im Rutschen passiert.
Da habe ich, glaube ich, Lewis Hamilton gerade erwischt. Ja, da habe ich gerade den Lewis mitgenommen. Ich hoffe nicht, dass ich eine Strafe bekommen habe. Vielleicht hat der eine Strafe. Das wäre Katastrophe. Das wäre schade für ihn, wenn der jetzt wirklich deswegen 5 Plus bekommen hat. Wir sehen immer nur mit den drei. Ja, momentan war ich gut dabei, auf jeden Fall, würde ich sagen. Knapp nur hinter Devin Butler sogar, der ja mittlerweile im Toro Rosso fährt. Oder der fährt im Toro Rosso. Und wir stehen wieder in den Top 10. Also Punkte sind eventuell nicht ganz abwegig. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal. Nein, hat er nicht bekommen. Bottas, Verstappen und Charles Leclerc. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. 300 Vorsprung vor Sebastian Vettel von Leclerc. Ja, also wir stehen wieder im Training 2 und 3 in der Top 10. Mal gucken, wie es aussieht. Gut, wir gucken mal kurz in die Dings rein, in die Nachrichten rein. Da ist nichts wirklich Interessantes, ohne nichts, was wir schon wissen. Gut, halt. Und wir sehen uns dann quasi morgen um 14 Uhr wieder mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von China. Und ob wir da wieder ein gutes Ergebnis rausholen, wie zum Beispiel auch letzte Woche in Bahrain. Das sehen wir dann hoffentlich morgen um 14 Uhr. Bis dahin, oder ab 14 Uhr, ne? Bis dann und tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch.